Sabadi Krab Tukon. Good afternoon to everybody. Schönen guten Tag, liebe deutsche Freunde. Ja, wir drehen hier gerade ein Video. Wir sind hier gerade in der wunderschönen Stadt Chiang Mai. Das liegt im Norden Thailands. Ein bisschen Video. Unser Fahrer hat sich ein bisschen verfahren. Der kennt sich in Chiang Mai nämlich überhaupt nicht aus. So, for the English speakers or English speaking listeners. Ja, oder English listening speakers. Ja, okay. You can say both, right? Yeah. So, for our English listeners, our driver doesn't really know the way. So, we're just driving through the city since 30 or 40 minutes now. Sanok Di. So, we arrived in Chiang Mai now. Di, my Di! Di! Thai. Kapum. Da sieht man hier natürlich gerade nicht so viel von der Stadt. You cannot see so much from the city right now, just some cars. And my best friend, George. Georg. Kanom. Kanom. Mm. In Pasatai, George. Chulen, Chulen. Bin Kanom. Kanom. Kap, kap. Für unsere englischen Zuhörer, Kanom ist ein Gebäck, also was man eigentlich. Man nennt eigentlich alles Kanom, was irgendwie Süßigkeit ist, was irgendwie Chips ist oder auch Nüsse, also eigentlich alles, was man so im 7-Eleven kaufen kann, Snacks so. Aber auch Kuchen, also alles Mögliche ist halt einfach Kanom. Ja, 7-Eleven gibt es ja in Deutschland leider nicht. Und Georg ist halt einer, der halt gerne zum 7-Eleven geht. Ja. Es halt so ein bisschen westliche Sachen auch gibt teilweise. Ich muss mal zugeben, dass man auf das reingehen kann, ne? Das ist nicht so gesund wie, keine Ahnung, Erbsensuppe. Erbsensuppe. Ja. Ja, also wir sind jetzt anscheinend angekommen. Anscheinend. Wir fahren uns nochmal im Kreis. Kommt dir hier irgendetwas bekannt vor? Ja. Wenn ihr mit euch hier auskennt, dann könnt ihr SMS an 0877-6549 Deutsche in Not. Für die Kinder. Georg ist hier der Komiker unter uns, freiwilligen. Witzbold. Witzbold, genau. Also unsere Reise hat heute begonnen um 10.35 Uhr. Da sind wir von zu Hause aufgebrochen, von Ban Sampayang in die Innenstadt. Der Fahrer redet gerade mit mir. The driver is just talking to me, but I cannot talk to him because I have to. Ja. Yeah. George, can you please talk to the driver? Yes, okay. To the driver. Okay, now you can to talk to the camera. You can show your Thai language skills now, okay? Okay. Thai Garden. Also vielleicht kennen wir uns in Chiang Mai jetzt auch nicht aus. Aber wir wollen erstmal hier, wo ist der? Vielleicht sollte ich mich auch nochmal vorstellen. Wir sind gar nicht zu sehen jetzt auf dem Video. Ja, das ist auf der Kamera. Also, mein Name ist Awaz. Ich bin mit Georg zusammen auf Reise. Ne? Flitterwochen? Flitterwochen, genau. Ja. Und. Gut, auch mal Zeit. Okay. Hier sieht man jetzt gerade einen Markt, da gibt es dann schöne frische Mangos zu kaufen. Du redest da mit mir, ich will das Video. So, hier sieht man dann 7-Eleven. Ja, war heute auch schon wieder im 7-Eleven, ja, hat sich hier Kanon gekauft. Man macht so ein kleines. Also, okay. Also, es gab einmal eine schöne Packung Schokoladenmilch. Sehr lecker, auch zum Frühstück. And we have got some 7-Eye. And we have got 2 Big Bites. Sausage. 2 cans of coffee, 1 left Nescafé. For what price? Wait, there's more. And yeah, the driver was talking to some random guy. Yeah. No. Wait. I have some lunch. And I bought some toast. Oh. And all in one for, wait for it, 100 baht, okay? Wow, that's legendary. Legendary, yeah. So, yeah. That's shopping in
Thailand. Ja. Erzähl doch mal irgendetwas Interessantes über Thailand. Also Thailand, wie waren denn deine ersten Erfahrungen? Also meine ersten Erfahrungen waren halt, dass Thailand ein sehr schönes Land ist mit sehr vielen netten Leuten. Ja. Con Di. Ja. Puyin Pen Sue Mak Chai Mai. Ja, Chai Mai. Hello, Kap. Ja, so ist das hier. Und ja, es ist alles viel billiger, es ist alles viel wärmer. Also auch wärmer so von den Herzen der Menschen. Ja, ja. Genau so habe ich es gemeint so. Ja. Ja, und die Taxifahrer kennen sich hier nicht aus. Das ist so ein Manko hier in Thailand, aber. Das rausschneiden. Nee, erzähl mal. Also, the German language has a lot of words that are very amusing to Germans, because the German language has many words for the same thing, like. After 19 years being a German, I still find it to be very entertaining. Okay, mach jetzt. Okay. Nee, also mich würde ja jetzt schon nochmal interessieren, was war denn dein schönstes Erlebnis in Thailand bisher? Dieses what, Jahr? What was your best, warmest, the most exciting experience here in Thailand. Can you please explain it? Yeah, when there's not one special. Oh. Many. Many, okay. Many. Yeah, for example. Yeah, like the last trip to Chiang Mai, I liked the English camp we just had some days ago. It was very nice, very fun. Okay. Yeah. What sort of English clan? The regular surprises you have in daily life. For example, you just meet random people and they're invited to dinner. Oh, just for free? Yes. Oh, really? Can you believe it? Oh, wow. Wow. That's amazing. It's amazing, just like this hat. And yeah. So what about you, Mr. Alad? Okay. Tell me something about you. Yeah, I like Thailand very much because the Thai people are very, very friendly. Yeah. And yeah, like you just said, they always invite you. They, when we're hitchhiking, they bring us wherever we want to go. Thailand. Yeah. Mm-hmm. And then the teachers, like in school, it's not like in Germany. It's just like a family, you know. Just everyone is just like a family. So touching. And then, like. You see as well, like, we have Akka friends, mi pyon Akka, to bubum le ape, puying suye mak mak, le... Maybe our taxi driver wants to say something as well. Okay. Can you say hi? Okay, apparently okay. Not, okay. Yotini dai. Okay, I think we are Tung Leo. Oh yeah? Yeah. We arrived already. But sometimes the Thai words come to my mind earlier than the English words, so sometimes I speak like a mix of Thai and English. That's really funny. Sanuk Mak. Sanuk Mak Mak. So here I can see a smile bar. Oh, what about the smile bar? Oh, smile bar. That's funny. Yep. Maybe we should go there. And here you see Thai people, that's what they look like. They have like, mostly they have black hair and special eyes. Say hi. Yeah, back to you. Okay. So, yeah. I think my best experience here in Thailand. Yeah. I quite have to think about that. Yeah. Okay, so let's stop this video now. Yeah. Okay. And then how do you stop the video? Okay, maybe we stop the video. Huh. Thank you very much. Okay.